Hallo, hier ist wieder Frank von Gerobug. Heute zum Thema Mottenbekämpfung. In diesem Video möchte ich euch Möglichkeiten und Mittel zeigen, wie man einen Mottenbefall identifiziert und ihn anschließend erfolgreich bekämpft. Bei den Motten unterscheidet man zwischen Kleider- und Lebensmittelmotten, auch Nahrungsmittelmotten genannt. Sieht man also Motten in der Wohnung fliegen, ist es meistens schon zu spät für Vorbeugung. In der Regel bedeutet das, dass schon eine Generation der Motten vom Ei über die Larve bis zur fliegenden Motte in euren Kleidungsstücken und euren Lebensmitteln gelebt hat. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, das Mottenproblem entsteht immer durch Einschleppung oder Zuflug. Zuflug kann sein von draußen oder vom Nachbarn. Einschleppung ist in der Regel so, dass man Kleidungsstücke oder Lebensmittel mit nach Hause bringt, in denen schon Eier, Larven oder trächtige Weibchen vorhanden sind. Ich kann euch allerdings beruhigen, das Mottenproblem hat nichts mit Hygiene zu tun. Also ob man einen hygienischen Haushalt hat oder einen nicht hygienischen Haushalt, spielt in diesem Fall keine Rolle. Das Bekämpfen von Motten allerdings hat sehr wohl mit Hygiene zu tun, was ich euch jetzt in ein paar Schritten erklären möchte. Bevor es jetzt losgeht, noch etwas Wichtiges vorab. Mottenbekämpfung funktioniert nur im Gesamtpaket. Zum einen der Nachweis über die Mottenfalle und zur leichten Reduzierung des Befalls. Zum anderen die Möglichkeiten, die wir euch jetzt gleich vorstellen, die komplett chemiefrei euren Mottenbefall bekämpfen. Erster Schritt bei der Bekämpfung von Motten ist die Identifikation. Ich nehme an, da ihr diesen Film euch anseht, dass ihr schon festgestellt habt, ihr habt Motten. Es fliegen Motten durch die Gegend, es sind kleine Würmchen, die man Larven nennt, in euren Lebensmitteln oder an euren Kleidern gesehen worden. Ihr habt Löcher in den Teppichen oder den Kleidern. Also ihr wisst, ihr habt Motten. Fangen wir also jetzt mit der chemiefreien Bekämpfung an. Die funktioniert folgendermaßen. Als erstes den Befallswert ermitteln durch visuelle Untersuchung der möglichen Befallsprodukte. Bei den Lebensmitteln sind das zum Beispiel Mehltüten oder andere Nährmittel wie Dörrobst, Gewürze, Nudeln, Tee, Schokolade, Kakao, Nüsse, Hülsenfrüchte etc. Da insbesondere die Falzen und Knicke der Verpackung oder im Lebensmittel selbst nachsehen. Bei Textilien wie Teppichen und Kleidung aus Naturfasern sieht man Löcher. Bei beiden Substraten, Textilien oder Lebensmitteln, zusammen findet man tote Motten, Larven oder Gespinste. Wenn man das Nest gefunden hat, werden die Nahrungsmittel entsorgt. Bei den Textilien entscheidet der entstandene Schaden, ob sie weggeworfen oder nach der Bekämpfung repariert werden. Bei beiden Mottenarten geht man wie folgt vor. Zuerst wird in den Schränken gelagertes Substrat ausgeräumt. Danach werden die Schränke gründlichst gereinigt, alle Ecken, Ritzen und Kanten, wenn möglich von innen und außen mit einem Reiniger einsprühen und ab- bzw. auswischen. Um vorhandene Motteneier und Larven auch in Ritzen und Löchern zu vernichten, empfiehlt sich der Einsatz eines Dampfreinigers. Wenn keiner vorhanden ist, kann man vorsichtig auch mit einem Föhn arbeiten. Ziel ist es, dort, wo man nicht hingelangt, eine für die Mottenlarven und Eier tödliche Temperatur von ca. 50 bis 70 Grad Celsius zu erreichen. Aber bitte vorsichtig, nicht die Möbel zerstören. Die Temperatur muss mindestens 5 bis 10 Minuten auf dieser Höhe gehalten werden. Die fliegenden Mottenmännchen kann man jetzt noch mit einer Falle, die eine Sexuallockschaft enthält, fangen und so versuchen, die Vermehrung der Motten zu unterbinden. Bei Kleidermotten erfolgt die Bekämpfung mit Hitze oder Kälte. Alle Textilien, soweit möglich, waschen und dann mehrere Tage einfrieren oder in dem Trockner bei 50 Grad 1 bis 2 Stunden erhitzen. Beides sollte Larven und Eier abtöten. Auch Teppiche mit dem Dampfreiniger oder Föhn nach dem gründlichen Saugen und Reinigen auf ca. 70 Grad erhitzen. Danach die Kleiderschränke reinigen, wie bei den Lebensmittelmotten. Ganz wichtig, vorher immer ausprobieren, ob die Textilien sich einfrieren lassen oder so hoch erhitzen lassen können, nicht, dass dort ein Schaden entsteht. Bevor du die Lebensmittelmotten oder die baugleiche Kleidermottenfalle aufbaust, entscheidest du dich, ob du eine große Falle oder mehrere kleine Fallen aufstellen möchtest. Bei mehreren Schränken oder Schubladen reißt du die Dreiertafeln auseinander und baust die Falle wie folgt auf. Knicke sie am Durchsteckschlitz einmal vor, dann schiebst du die Lasche durch den Schlitz. Fertig! Kurz noch einmal auseinandernehmen, das Silikonpapier entfernen, zusammenstecken, jetzt ist sie einsatzbereit. Auf der Fallenunterseite befindet sich ein Klebepunkt, mit dem du die Falle an allen glatten Flächen ankleben kannst. Dazu ziehst du die Schutzfolie ab, drückst sie mit einem leichten Fingerdruck auf die Fläche und schon klebt sie fest.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Falle im Schrank zu positionieren. Du kannst sie an die Schrankwand kleben, stellst sie in den Schrank oder klebst sie an die Tür und kontrollierst, ob sie nicht im Weg ist. Bei sehr wenig Platz kannst du auch nur die Klebefläche unter den Schrankboden kleben, nachdem du sie mit der Schere beschnitten hast. Zur Vorbeugung eines neuen Mottenbefalls empfiehlt es sich, zwischen die gewaschenen Textilien aus Naturfasern, soweit möglich Zeitungspapier und bei hellen Sachen noch Seidenpapier zwischen die Zeitung und die Textilien zu legen. Bei Lebensmitteln alles in wirklich dichte Gefäße verpacken, zum Beispiel Glasbehälter, Tupperware oder Blechdosen. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Bekämpfung eures Mottenbefalls. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, kommt auf unsere Internetseite www.gerobak.de. Dort könnt ihr euch auch mit uns in Verbindung setzen. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer Frank von Gerobak. Tschüss!